Liebe Freunde der virtuellen Zeitverschwendung, es tut mir sehr leid, einen Hustenanfall und 24 Stunden später geht es weiter mit Far Cry 3. Wir spielen jetzt einfach mal. Um Gottes Willen, bitte nehmt mir das nicht übel. Ihr erinnert euch an den letzten Part. Ich bin übrigens Core LP, für die, die mich noch nicht kennen. Grüß Gott. In dem letzten Part sind wir hier an dieser Schlucht dann stehen geblieben, denn wir müssen uns hier irgendwie durchschleichen und dürfen niemanden dabei uns sehen lassen oder umbringen oder Blümchen schenken, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich dabei ein bisschen gefailt, hat aber gepasst, da es am Ende des Parts war und ich dann ohnehin erstmal ein bisschen breaken wollte. Was wir jetzt tun ist folgendes, irgendwann gegen Ende des letzten Parts habe ich ja dann gemerkt, dass wir Steine werfen können. Das ist was, was wir im Part 1 bereits gelernt haben und damals habe ich mich drüber kaputt gelacht. Und es jetzt aber schon wieder vergessen. Bis jetzt, bis ich darauf aufmerksam gemacht wurde. Und deswegen versuchen wir jetzt einfach mal hier so ein bisschen steinig. Jetzt erschreckt er sich. Und jetzt geht er dahin. Und jetzt können wir hier runter gehen. So, so einfach ist es. Hier sind anscheinend viele Leute. Ich bin ein bisschen ruhiger, damit wir das Ganze von der Spannung her auch auf dem Niveau halten, auf dem wir es halten wollen. Oh Gott. Kommt der zu uns? Nee, der geht da weg. Dreht er sich trotzdem mal zu uns oder so? Oh, das alles aufregen, geht noch. Das schaffe ich nicht. Da kann ich nicht. Geht hin, geht hin, geht hin. Gott, ist das alles. Da kommt wieder mein Seelchen in mir durch. So viel Nervenkitzel halte ich nicht aus. Ich glaube, wir gehen mal hier hinter die Kiste. Weil da war ja schon wieder einer. Oh, oh. Okay, ist der jetzt wieder zurück? Setz dich da hin. Mhm. Oh Gott, ich habe das Gefühl, der sieht uns jetzt. Habt ihr das gehört? Geht da mal hin! Da war ein Geräusch! Achso, da ist gar keiner mehr. Ich habe hier jetzt versteckt, weil ich da... Oh. Huh, huh. Komm nicht hierher. Komm nicht hierher. Dude, geh nicht hier rum. Ja, ja, so ist in Ordnung. Und jetzt macht er mal da hinten, da war ein Steingeräusch. Genau, da solltet ihr mal hingehen. Denn wir schleichen uns hier vorbei. Jetzt sind wir sicher. Ich hoffe, da oben sie. Komm nicht hier vor. Komm nicht hier vor. Alter, was machst denn du da? Wir gucken schon da runter, ey. Oh, ich glaube, wir kriegen das hin. Oh. Den lassen wir mal weggehen. Der Typ steht mit dem Rücken zu uns. Dreht sich der andere auch noch weg? Keine Ahnung. Das ist unsere Chance. Okay, ich glaube, wir sind eine Station weiter unten. Eieieiei. Du darfst speichern. Ich bin dafür. Machen wir auf hier. Kann man hier vorne auch hoch? Ja. Wundert ihr nicht, ich werde wieder mehr reden, sobald die Situation es fördert, mehr zu reden. Aber hier gibt es nicht viel zu reden. Wir müssen hier durchkommen. Wir müssen leise sein. Niemand darf uns hören. Niemand. Infiltrator gave without spotting. Bruder, spottest du uns? Spottest du uns, wenn wir hier jetzt langlaufen? Oh mein Gott, Jesus! Guck mal, da ist ein Steingeräusch. Dreh dich da mal hin. Oh Gott, oh Gott.
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell hier weiter, schnell hier weiter, schnell hier weiter. Niemand sieht uns, niemand sieht uns, niemand sieht uns. Okay, das läuft erstaunlich gut. Für den First Try. Wenn man mal oben den Start weglässt. Oh. Paradise my ass. Paradise my ass. Oh, dreh dich nicht zu uns, dreh dich nicht zu uns, dreh dich nicht zu uns. Hier sind wir. Genau. I should find a safer way in. Oh oh. Die werden ja immer schwerer bewaffnet. Just ask for a raise. Can't be that hard. Da ist ein Steingeräusch, da solltet ihr mal hingehen. Oh mein Gott, da war ein Geräusch, das sollte ich mir genau anschauen. Nein! Oh. Wieso tust du das? Gott, wo sind wir hier sicher? Hinter sind wir sicher. Hey, hey! Ja, so geht das. Okay. Und die hier hin, das würde mir jetzt nicht gefallen. Nee, macht hier keine Runde. Okay, that can't be nothing. Na klar kann das nothing sein. Nothing. Mit Doppels. Du hängst da jetzt? Oh, Alter, komm nicht hier rum, Alter. Muss ich mal taggen, damit ich sehen kann. Okay, okay. Das läuft alles hervorragend. Und der da vorne wird ein Problem. Der ist sehr fett angezogen. Den kriegen wir nicht so einfach. Bloodbody. Oh Gott, das wird alles noch sehr, puh. Wenn man einen Stein dahinter, dass er sich wegdreht von hier. Genau so. Guck mal da hinten. Ich bin hier drunter. Ihr seht mich nicht. Oh Gott, so genau dahin, wo der Typ hingegangen ist, muss ich ja hingehen. Oh, 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 es wird spannend. Ich gehe da weg. Ich muss da lang. Oh, Alter. Liegt dein Anzug so viel, dass du mal anhalten musst, oder was? Guck mal, Steingeräusch. Das solltest du dir mal angucken. Mein Kollege gleich mit. Komm schon. Alter, nee. Oh, nee. Fuck. Checkpoint reached. Hat es jetzt den Alarm mit abgespeichert? Das wäre der Killer. Oder auch nicht. Vielleicht können wir damit jetzt cheaten. Checkpoint. Yes. Wir können damit cheaten. Na, das ist ja mal was. Guck mal hier. Nehmen. Da vorne müssen wir hin. Das heißt, wir tauchen. Mit Shift können wir schneller machen. Nicht so wie bei Sleeping Dogs und Batman. Das war geil. Gott sei Dank bin ich durch den Checkpoint gelaufen. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen, wenn wir am Arsch von China wieder hätten anfangen müssen. Oh, 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 oh. Hier ist niemand. Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Okay, hoch da. Langsam, Jason. Hier sind welche. Glaube ich. Quietly eliminates the recruit. Zack! Oh, das war sehr quiet. So, dann verkleiden wir uns mal als Soldier. Sleeves cover the tattoos. Na, das ist ja convenient. Okay, so jetzt quasi können wir so zwischen denen rumlaufen. Oh, outgoing call. Sam, I'm good to go. Guy's ID says his name is Foster, so how am I supposed to act? Like a Foster. Remember, be gullible. You must believe your own lie to sell it. Oh, das können wir gut. Alles klar, Privateer Uniform. Tutorial. Now wearing a Privateer Uniform. Privateers will not attack unless provoked. Mhm. Soll man auch eine Privateer Weapon in der Hand haben? Da will ich nicht. Da habe ich keine Lust drauf.
Okay, dann machen wir jetzt hier mal was. Ich glaube, jetzt kann ich auch mehr sprechen, weil jetzt kann uns ja keiner mehr was. Hallo, wir heißen nicht Jason, wir sind der Privateer. Mama. Hallo? Ja, ich heiße nicht Jason. Good Foster. Psst. You wanna make some dope? Immer. Okay, what do you think I'm here? Oh, Jason kann sich gleich anpassen. His empire's open for business. His boys are making money hand over fist. So why shouldn't we? Well, what about Hoyt? Hoyt's got bigger concerns. It's a fucking buffet right now. Guck mir die Augen, wenn du mit mir redest, Junge. Might as well eat right. Damn straight. I'm worth more than this bullshit. Okay, go watch the speech. Hey, tell anybody about a conversation. You're fucking dead. Okay, ich muss nur eben den Leuten von unserer Conversation erzählen. Na dann, halt mal deinen Vortrag. Hallo? Sag mal was. Ich stehe auch in der ersten Reihe jetzt, nur für dich. Kommt jetzt heute? Rosy-cheeked new employees. I'm not going to lie. We're all here to make a buck. But it's the happiness of my people that gets me up each morning. Natürlich. So sieht's aus. My father, rest his soul, was a diamond miner. Got up at the crack of dawn each morning, smoked a cigarette, down into the earth he went. For that wonderful... Da ist wer unten drin. The company was God. I bring that same reverence to my humble business here. And I expect all of you to do the same. Now, there are only three company rules you have to follow. Erstens, niemand spricht über den Fight Club. First, protect my product. You can fuck them, boys, but be gentle. Second, kill any native on site. Finally, all profits go to me. I'm an understanding boss. But if you break one of these rules... Oh shit. Dude, das war nicht nötig. Das heißt quasi, du zündest uns an, wenn wir über den Fight Club sprechen. Das ist ja schrecklich. My pride and joy. Show them we mean business. Ah, I almost forgot. We have a special on this month. Your very own island. For the head of Jason Brody. Genau, gegen Jason Brody. Bringt mir seinen Kopf. Zum Glück bin ich nicht Jason Brody. Ne? Wir sollten Jason Brody finden und ihn töten. Dann usen wir mal das Boot. Gucken die vielleicht blöd, wenn wir jetzt hier einfach vom Bord springen? Schleichen uns mal lieber hier ran. Oder können anscheinend nicht. Doch, können wir. Hutz. Schon mal schneller, Jason. Privateer. So, auf aufs Boot, Space. Und dann nehmen wir mal das Boot und Schluss ist mit lustig. Raus hier! Aber, Kinder, das heben wir uns für den nächsten Part auf, glaube ich. Hier machen wir einen kurzen Break. Ihr seid aber, wie ich genau weiß, wieder dabei bei Far Cry 3, wenn QLP 100 für euch spielt. Denn das ist bis jetzt schon, Gott, wie weit sind wir eigentlich? 40 Parts lang. 40 Parts lang. Die Unterhaltung des krassesten Krass. Kack. Bis auf Part 1, 2 und 3. Die sind irgendwie... Naja. Jeder hat ein paar Leichen im Keller. Auch QLP 100. Denn QLP 100 schießt viele Menschen tot. Und hat deswegen viele Leichen im Keller. Ja. Bis zum nächsten Mal. Seid dabei.